Eine Schulbezirksänderung sichert den Fortbestand der Grundschule Edelfingen, weil auch die Kinder aus Löffelstelzen hier zur Schule gehen. Schule und Kindergarten werden umfassend saniert. Damit wird auch die Kernstadt Bad Mergentheim entlastet mit den dort besonders stark ansteigenden Kinderzahlen. Der Campus am Taubergrund umfasst die Generalsanierung der Grundschule Edelfingen und den Neubau des Kindergarten Edelfingens. Das Kindergartengebäude ist in die Jahre gekommen und ist am Ende seiner Nutzbarkeit angelangt, wie auch die Grundschule, die erweitert werden muss, weil wir in Mergentheim das Glück haben und auch in Edelfingen, dass wir sehr viele Kinder haben. In den Campus werden fast 7,5 Millionen Euro investiert. Etwa 1,65 Millionen davon werden gefördert. Ja, das ist mit die größte Baumaßnahme im Moment in der Stadt Bad Mergentheim. Wir investieren 7,4 Millionen Euro in das Gesamtprojekt. Für Edelfingen natürlich ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. Wir haben ein Neubaugebiet mit zwei Teilen, die mit 50 Bauplätzen zu Buche schlagen und Geschosswohnungsbau. Wir rechnen mit einem Zuwachs von ca. 170 Bewohnern für Edelfingen. Zeichnet sich jetzt schon ab, ja, die Bauplätze gehen gut weg. Also wer sich noch bewerben möchte, hat leider keine Chance mehr. Der Ausbau der Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur ist in der großen Kreisstadt seit Jahren ein Investitionsschwerpunkt. Allein in diesem Jahr fließen rund 7 Millionen Euro nur in diesen Bereich. Dahinter verbergen sich drei Grundschul- und fünf Kindergartenprojekte. Zumindest in Edelfingen kann wohl auch der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten werden. Eigentlich läuft es gut, aber die Verzögerungen kommen ja tatsächlich aufgrund von Lieferengpässen mit Material. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Können Firmen da tatsächlich nicht arbeiten, weil keine Materialien da sind? Sie können schwerer arbeiten, beispielsweise unser Dach der Grundschule. Mussten wir provisorisch mit einer Plane abdecken, weil die Paneele, die isolierte Paneele, nicht lieferbar waren. Und dann kommt es zur Verzögerung. Wir hatten Probleme mit dem Innenausbau, mit dem Trockenbau, den Gipskartonplatten, die kamen nicht bei. So verzögert sich halt, ist alles immer ein bisschen so Schritt für Schritt. Nach dem Abriss des alten Kindergartens erhält der Bau zusätzlich eine großzügige Außenanlage. Der Umbau des Kindergartens und der Ganztagesbereich der Grundschule soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Wir haben, jetzt muss ich rechnen, 2020, 2019 schon ein bisschen begonnen. Aufgrund von Fördermaßnahmen mussten wir 2019 schon beginnen. Aber naja, da machen wir uns nichts vor. Das waren so die Dinge, dass wir was getan haben. Richtig los ging es dann in diesem Jahr. Der Plan ist, dass Kindergarten zum Jahresende umzieht, zumindest einige Gruppen, da die Container, in denen auch Kindergartenkinder untergebracht sind, weg müssen, damit an der Grundschule weitergebaut werden kann. Da kommt nämlich die neue Sanitäranlage hin und der komplette Umzug mit Grundschule rechnen wir Juni, Juli 2022. Wegen der weiter ansteigenden Kinderzahlen baut die Stadt Bad Mergentheim außerdem im Auenland eine ganz neue Grundschule. Mit einem Investitionsvolumen von knapp 10 Millionen Euro ist es das derzeit größte Bauprojekt der Stadt.